Hallo, meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer entspannten und ja auch befreiten Runde Sons of the Forest. Ich fühle mich hier richtig befreit und ich blühe auch wieder auf. Ne, die Stelle, es war genau richtig, neu anzufangen. Die Stelle ist wunderbar, wir können in Ruhe bauen, wir werden kaum gestört. Flick und Plack, die gucken ab und zu mal vorbei. Ja, und der eine oder andere merkt jetzt vielleicht, dass das Mikrofon sich anders anhört wie in den Folgen davor. Ich habe ein neues Mikrofon. Das habe ich jetzt noch ein bisschen, ich glaube, noch ein bisschen mit den Einstellungen zu kämpfen. Nach und nach wird sich das ändern, glaube ich. Und ja, in dem Fall bauen wir heute einfach mal weiter. In der nächsten Folge würde ich dann ganz gerne losrennen und die ersten Items besorgen. Aber jetzt so heute für die erste Folge bleiben wir erstmal dabei, ne? So, mir ist aufgefallen, ich muss die Treppe leider vorher schon planen, ne? Ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich hier eigentlich ja eine Treppe drin haben möchte. Wenn man nämlich hier reinkommt, so vorne in die Ecke hoch, aber zwei halbe Treppen wieder. So wie ich schon mal hatte, ne? Und dafür müssen wir hier mal ganz kurz ein paar Pfeiler wieder zwischensetzen. Weil die müssen wir abbauen hier. Da muss ich jetzt halbe Pfeiler setzen, damit ich die Treppe... Ah, so, die legen wir aber mal hin, damit der liebe Kelvin uns die nicht klaut. Apropos der liebe Kelvin. Wir sind ja in einer neuen Session. Ich zeichne jetzt gerade mal heute wieder ein paar Folgen am Stück auf, sage ich mal. Ich weiß, hatte ich letztes Mal schon gesagt, aber dann kam mir halt das Mikroproblem dazwischen. Jetzt startet die Session und dann gucken wir mal, wie viele Folgen ich jetzt aufnehme. Das weiß ich noch gar nicht so. Ja, mal gucken. So, wir bauen mal noch ein bisschen was ab hier. Und die hier können wir halbieren. Denn wir brauchen die halben. Wir haben auch noch halbe draußen zu stehen, glaube ich, zwei Stück, ne? Oder? Ja. Die holen wir uns auch mal gleich. So, der Kelvin fällt sich die Bäume. Vielleicht sollten wir ihm ein bisschen was vorbereiten. Wie immer. Machen wir ja ganz gerne für den lieben Kelvin. Ja? Und damit er uns die hier nicht klaut, packen wir die auch mal so hin. Ne? So. Kelvin, mein Bester, guck mal, ich helfe dir mal ein bisschen. Ich trinke mal ein Schlückchen Greg. Und dann hauen wir zusammen ein paar Bäume um. Im Team. So. Pass auf, mein Bester, sonst haue ich dir die Axt in den Bauch. Das tut weh. So. Machen wir mal hier noch weiter, ne? Stöcke, wir brauchen Stöcke. Hier liegen Stöcke. Die nehmen wir doch gerne mit. Bevor die hier verschwinden, wenn wir gegen den Baum hauen. So. Oh, hier sind noch Baumstämme, Kelvin. So. Hier. Zack, den... Und den hier nehmen wir auch noch. Komm mal her hier. So. Ja, da hat ja liebe Kelvin wieder ein bisschen was zu tun. Ne? Wir wollen ja nicht, dass er arbeitslos wird hier, ne? Gell, mein Bester? So, hier muss dann die Wand rein. Hier muss eine schräge Rund. Okay. Warte. So, hier muss eine schräge runter. Die Wand hier müssen wir hochzimmern. Hier will ich gerne noch einen Balken zwischen haben. Geht das eigentlich jetzt schon? Nee, noch nicht. Seht ihr, die Wand muss nämlich komplett sein. Dann kann man hier eine Treppe reinzimmern. Der liebe Ricknick, ja, Grüße gehen raus. Der hat eine Treppe gebaut, da ist halt auch eine Außenwand. Und da hat er aber eine Schräge drin und kriegt deswegen die Wand wahrscheinlich nie wieder zu. Ne, wenn man jetzt einfach so eine Wand baut, dann kann man nämlich auch eine Treppe reinzimmern. Man braucht keine Schräge auf der anderen Seite, wenn es eine Außenwand ist. So, da spart man sich eine Menge Ärger mit, glaubt mal. Da brauchen wir noch einen halben und wir brauchen auch noch da einen halben, noch einen ganzen hier. Warte mal, du musst ja weg. Du hast hier gar nichts zu suchen. Gell, Kelvin? Ich warte, nee, der klaut mir den. den hacken wir mal ab. Wir brauchen eh den halben. Wir haben ja keinen halben mehr vorrätig, ne? So. Okay. Der muss nämlich hier drauf. So. Jetzt nimmt es doch Gestalt an. Achso, dann muss ich den hier kurz nochmal wegmachen. So. Und jetzt darf ich den da drauf tun, ne? Dankeschön. So.
Komm, wir holen mal die Stimme von hier unten. Da ist auch noch einer. So. Das sieht gut aus. Einen halben brauchen wir da drüben dann noch, ne? So. Komm mal her hier. Also es ist wirklich ziemlich ruhig hier, ey. Ich finde es hier echt nicht verkehrt, die Stelle. Man hat hier Ruhe und nur Blick und Flachs sind bis jetzt ab und zu mal gekommen. Ich hoffe ja, dass die liebe Virginia den Weg hier hochfindet dann, ne, letztendlich. Da müssen wir uns mal überraschen lassen, ob das so sein wird. Gucken wir mal. Das wird die Zeit zeigen, ne? Wie gesagt, die Runde jetzt noch basteln. Nächste Runde gehen wir auf Trebe. Dann holen wir auf jeden Fall die Pistole schon mal. Und auf dem Weg dahin kommen wir an dem 3D-Drucker vorbei. Dem Bunker, der Entertainment-Bunker. Den werden wir uns dann auch noch gleich gönnen, sage ich mal, ne? Da gehen wir mal rein und drucken uns mal ein paar Pfeile und so. Ich glaube, ich habe einen Kohlepasser-Pfeil. Einen einzigen. Ich meine, für manche Sachen reicht der vielleicht, aber ich hätte dann gerne schon ein paar mehr. So, Kelvin, Holz wird knapp. Sollten wir dir noch mal was vorbereiten, mein Bester? Oh, kriegen wir den? Ich glaube, den kriegen wir nicht rum, ne? Doch, wir schaffen alles. Hier, Kelvin. Ey, sorry. Du war das nicht gemeint, ey, mein Bester. Weißt du. Komm, pass mal auf. Obwohl, nee, mach mal ruhig weiter. Was heißt, pass mal auf? Wollte ich mir jetzt sagen, hier, du kannst doch mal eine kurze Pause einlegen und dich erholen von dem Schlag gerade, aber das ist ja erst heute Abend beim Abendessen dann. Dann ist die Erholung angesagt. So, jetzt brauche ich den halben hier, ne? So. Wisst ihr was? Eigentlich ist so zwei Felder breit, ist schon fast zu schmal für ein Wohnzimmer, ne? Lass uns mal hier das Ganze einfach ein bisschen verbreitern. Dann machen wir einfach hier bis zum Rand hin. Die Terrasse kann ich hier immer noch hinzimmern, ne? Ich glaube, wir ziehen das auch hier bis zum Rand. Und dann machen wir hier hinten eine schöne Terrasse mit Aussicht. Oh ja, geil. Also die Aussicht ist schon geil hier, deswegen jetzt habe ich ja eine Idee. Okay, gut. Das machen wir so. Halt, hier. So. Komm mal kurz mal raus hier. Du bist dann eh im Weg. Nein, nicht. Okay. Ja gut, dann packen wir so lange hier rein. Warum nicht? Da müssen ja eh welche rein. Was soll's. So. Auch ein neues. Achso, jetzt kriege ich den schon nicht mehr raus. Da muss man wieder tricksen. Dass wir die rauskriegen von der Länge her. Ne? Pass mal auf. Mal gucken, ob das klappt. Wenn wir dem nämlich sagen, der ist eigentlich hier angebunden. In Wirklichkeit ist er aber nicht da angebunden. So. Und hier müssen wir es selber nochmal machen. Einmal hier anbinden, den wegnehmen, den wieder reinsetzen. So. Kriegen wir den nicht raus? Wieso? Warte mal, dann müssen wir das Ganze gleich nochmal wiederholen. Dann müssen wir vorher nämlich hier den bestimmt stützen. So. Jawohl. Achso, jetzt geht der da nicht mehr raus. Ist aber nicht gut. Warte mal. Wieso kriege ich jetzt den halben da nicht mehr weg? Das ist ein bisschen lästig so. Wartet mal, wir machen mal der Reihe nach. Wir machen mal den hier raus. Der geht auch nicht raus. Ach so, weil... ach so. Ja, okay, warte mal. Dann holen wir mal nochmal zwei Stämmchen.
Aber wir machen das alles nochmal hier neu, so. Nein, doch nicht. Mein Gott. Der hat sich aber auch. Aber wir brauchen ja noch Treppenstufen, wieso nicht? So. So wird die Treppe auch fertig. So kriegen wir die Treppe auch fertig. Ich hätte schwören können, ich habe die Bretter gerade rausgenommen. Die ist fertig. Die ist auch fertig. Sehr schön. So, dich heben wir mal auf. Dich brauchen wir bestimmt noch. Da bin ich mir relativ sicher. So. Jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Dass wir die rauskriegen hier, ne? Auf der muss erstmal wieder weg. Der stört nämlich ganz beachtlich, glaube ich. So, den kriegen wir nicht raus, weil die Strecke hier zu lang ist. Das heißt, dann sagen wir ihm nämlich. Dann nimm bitte die andere Strecke. So. Hä? Jetzt geht der nicht mehr raus. Ich blick das irgendwie noch nicht hundertprozentig. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Also, das ist immer so eine Sache. Ne? Jetzt müssen wir hier mal gucken. Ich kann doch nicht noch weiter nach da gehen. Da haben wir den noch extra von rausgeprimelt. Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt kriege ich den da nicht mehr raus. Dafür haben wir jetzt hier schön frei, ne? Ist auch okay. Ist auch was wert. Aber der hier muss. Ach, guck mal einer an. Ja. Da hätten die ja ein bisschen großzügiger sein können mit dem Bausystem. Ehrlich gesagt. Ein bisschen großzügiger. So. Das war klar. Der geht wieder nicht. So. Wir machen mal einfach weiter. Es ergibt sich schon irgendwie. Wir haben ja jetzt schon wieder fast alle raus, bis auf den einen da, ne? Den kriegen wir auch noch irgendwann entfernt. Bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwie klappt es schon. Das ist ja das Schöne, einfach so ein bisschen rumfriemeln, rumpupieren und irgendwann zack, bumm, ist er weg. Guck mal, jetzt nämlich hier nämlich den da reinmachen und den da reinmachen und hier das entfernen und den da wieder reinmachen. So. Dann haben wir das schon erledigt. Jetzt haben wir einen schönen großen Raum. Ich glaube, man könnte es ewig so weiterziehen, dass der Raum immer größer und größer wird, ohne Zwischensäulen. Wenn man immer dem vorgaukelt, halt, er muss die andere Bahn nehmen. Naja, geile Sache. So, jetzt sehe ich aber gerade mal, ich habe noch ein klitzekleines Problem. Ich brauche da oben Längsbretter für die Decke. Obwohl, das kommt ja nachher hin. Mal gucken. Oh, Kelvin, wir brauchen Holz, mein Bester. Aber kann man nicht hier ein bisschen was klauen? Nee, den brauche ich ja. Den will ich ja haben. Den will ich nicht haben. Den können wir auch wegnehmen. Das ist ja schön, dass wir die entfernen können hier. Das finde ich prima. Ey, hat das was Beruhigendes, wenn alles auf einmal klappt und funktioniert? Das ist Wahnsinn. Plötzlich läuft alles. Guck mal. Das ist soweit fertig. So. Jetzt haben wir ja hier einen kleinen Eingangsbereich, wollten wir haben, ne? Das heißt also hier zumachen. Kelvin, Holz, mein Bester. Wo ist der eigentlich schon wieder? Ey, Kelvin?
Ah, mal schauen, ey. Der rennt bis an den Arsch der Welt. Oder hängt der wieder irgendwo fest? Da unten läuft er, guck mal. Der Kelvin. Ja, der geht jetzt erstmal schnell was einholen. Der geht mal schnell zu Lidl. Oh, wir müssten mal ein Schlückchen Crack nehmen. Dass wir da wieder ein bisschen Power haben. Gönn dir, mein Bester. Da fällen wir hier oben mal ein bisschen Bäume. Ich hoffe, dass der Kelvin dann hier oben bleibt. Und hier oben weiter sammelt wieder. Warum er die hier nicht fällt, kann ich verstehen. Also schräg am Hang ist nicht jedermanns Sache, ne? Sag ich mal. Man kann ja sogar springen und hacken. Das ist ja schön. Für die Stellen, wenn man nicht so rankommt an so eine Bäume, weil die so steil stehen, ne? Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. So. Oh, das war doch kein Stammbaum, oder? Doch. Tatsache. Stämme. Ja, da oben kommen wir gar nicht ran. Die werden wir nie abhacken können hier oben, die, ne? Leicht mit einer Plattform und. Oh, guck mal, ich komme hoch. Ja. Ja. So. Hier oben liegen auch noch Baumstämme. Kelvin! Guck mal, mein Bester. Ich bring dir Arbeit mit. Halt, nein, nein! Ah, ich will den Baum haben. Du. Also, jetzt haben wir doch ordentlich Holz hier, Kelvin. Da kann der liebe Kelvin sich austoben. Ich gehe mal das da unten holen, sonst rennt er den ganzen Weg hier runter wegen den zwei Stämmen hier. So. Komm hier hoch. Sehr gut. So, Kelvin, viel Spaß, mein Bester. Ich könnte ja auch noch ein zweites Stammlager hinbauen, ehrlich gesagt. Weiter vorne, dass du nicht immer so weit laufen musst. Ne? Wäre das eine Idee? So, da ein hin und dann noch hier ein hin. So. Kommt, wir machen das mal schnell. Wir bauen hier vorne auch nochmal ein Stammlager hin. Dann kann der Kelvin hier vorne auch noch ein bisschen einlagern, muss er nicht so weit rennen. Oder vielleicht geht er auch dann weiter weg, um Stämme herzuholen, ne? Wartet mal kurz, wo ist denn günstig? Ich glaube hier so. So, jetzt brauchen wir Stickies. Da haben wir wohl ein Problem. Kriegen wir dann mal ganz schnell ein paar Stickies her. Das Lager ist leer, wa? Ja. Vielleicht hier hinten einfach mal kurz runter Richtung Fluss. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Sticky-Bäume. Sehr gut. Na ja, hier. Dankeschön. Komm, du bist ein Sticky Baum, ne? Nee? Okay. Ja, da haben wir aber echt ordentlich Ruhe hier, ne? Muss ich sagen. Können wir uns hier voll in Ruhe auslassen? Ich glaube, nicht mal Flick und Plack sind mehr da. Selbst die haben keinen Bock mehr hier rumzuhängen. Die haben gemerkt, auch hier ist langweilig. Hier ist auch nicht mehr los wie bei denen zu Hause, ne? So. Komme ich hier hoch wegen die Sticky Bäume? Was ist das für ein Geräusch? So, es sind die Stöcke, die den Berg runterkullern. Das ist ja auch geil. Ne, es hat voll gerumpelt gerade. Ich denke, was rumpelt denn da so?
So, wo haben wir denn noch hier? Wir bräuchten mal vielleicht ein paar Blaubeersamen, ne? Dass wir endlich mal einen Blaubeerbusch in unser geil gebautes Pflanzgefäß bauen können, setzen können. So, gehen wir mal zurück. Wir sind voll mit Stickies. Wir müssen aber noch einmal los auf jeden Fall. Aber wir gehen auch noch mal in die Ecke. Da war noch eine ganze Menge übrig gerade. Ne? Die holen wir uns auch noch. So, dann brauchen wir nicht noch 6 Stück. Das waren 6. Das waren locker 6, wenn nicht sogar mehr. So, wo waren die denn alle? Hier oben, ne? Hier, da, da. Da haben wir noch mal welche. Ja, da haben wir unsere 6 schon. Wir holen mal trotzdem noch ein paar mehr, ne? Wir brauchen die garantiert eh. So oder so. Der Kelvin kann ja dann auch mal die Stocklager füllen, ehrlich gesagt, ne? Wenn er denn fertig ist mit den Baumstämmen. Ja, der kriegt keine Ruhe, der Mann. Gell, Kelvin? Was geht, mein Bester? Darf ich dir mal hier die Baumstämme abnehmen? Sind da unten auch noch welche? Nö, doch da. Na, sieh mal einer an. Da wäre doch der Kelvin wieder hingerannt. Hätte wieder einen halben Tag gebraucht. Na komm, können wir gleich verbasteln hier. Gleich mal rein in die Decke. So, ja, prima. Das Häuschen geht voran. Gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, hier noch eine schöne Terrasse rangezimmert. Und jetzt steht aber alles hier soweit. Wir bauen jetzt hier mal. Stimmt, wir brauchen noch ein Bettchen, ne? Wir bauen gleich noch das Lager fertig. Das Bettchen bräuchten wir hier mal drin zum Speichern. Dass wir einfach mal erstmal eins haben. Dann gehen wir nämlich lieber nochmal Stöckchen holen. Lass uns mal. Hier. Ich nehme mal mit. Ja, das hat ja gut geklappt mit dem Rüberspringen hier, weil hier haben wir ordentlich Stöckis. Vielleicht müssen wir hier mal noch eine Brücke rüberbauen über den Fluss. Später, ne? So, die 13 Stöckis haben wir schon, die wir brauchen. Aber ich würde sagen, wir machen uns mal voll mit den Dingern. Kann ja nicht schaden. So. Ist da hier eine Brücke rüber, nachher? Kommt bestimmt ganz geil. Müsste sogar reichen von der Reichweite her für eine Hängebrücke. Müssen wir mal gucken. Kelvin, wir sind wieder da. Wir haben Stöckis mitgebracht. So, einmal hier fertig bauen. Und einmal das Bettchen fertig bauen. Und meine Lieben, da würde ich sagen, dann war es für die Folge, war es dann auch gewesen. Das Tageslicht verschwindet jetzt langsam. Ne? Das heißt, die Sonne geht unter und ist bei uns ein Zeichen, dass wir gleich schlafen gehen können. Und dann werden wir morgen früh ausgeruht, wohlgenährt und ordentlich gefuttert aufbrechen Richtung Meer. Und werden uns mal die Pistole besorgen. Auf dem Weg dahin ein paar 3D-Pfeile drucken. Ne? Das steht noch an. Und dann gucken wir mal, wie es hier noch weitergeht mit uns. Ne? Heute war es das hier gewesen und hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen wart. Wenn es euch gefallen hat, haut auf den Like-Button oder abonniert auch. Dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. In diesem Sinne euch noch einen schönen Tag bis zur nächsten Folge. Tschüssi!